willkommen zum heutigen Video. Heute geht es wieder um Dreiecksgeometrie. Allerdings möchte ich heute auch die kubische Gleichung wieder ins Spiel bringen. Und dazu dient folgendes Beispiel. Wir haben zwei gleichschenkelige Dreiecke. Das gleichschenkelige Dreieck A, A', A3'. Die beiden Schenkel klein a sind bekannt. Unbekannt ist die gegenüberliegende Seite Z, also die Seite A'A'. Und das zweite gleichschenkelige Dreieck hat zwei unbekannte Schenkel der Länge Z. Dafür ist die Seite A2'A3' gleich B gegeben. Man kann jetzt natürlich beide Dreiecke zusammenfügen und dann hat man das Dreieck A, A2'A3'. Und wer schon etwas geübt ist in Geometrie, wird sehen, dass das ein wunderbarer Fall für die Anwendung des Theorems von Stewart ist. Am Ende des Videos werde ich einen Link zu diesem Video, das den Satz von Stewart behandelt, geben. Okay, aber wir setzen also voraus, dass wir den Satz von Stewart kennen, wenden ihn also auf dieses Objekt an. Wir haben also hier die Abschnitte A und Z. Und hier haben wir die Transversale A3'A'. Und daher können wir den Satz von Stewart folgendermaßen formulieren für dieses Beispiel. Wir multiplizieren das Quadrat der Seite A, A3' mit dem Abschnitt, der gegenüber liegt, der ist also Z. Und dann addieren wir dazu das Quadrat der Seite A2'A3', das ist natürlich B Quadrat, mal dem gegenüberliegenden Abschnitt A. Diese Summe muss gleich sein der Länge A, A2', die ist natürlich A plus Z. Und in der nächsten Klammer, die drauf multipliziert wird, ist das Quadrat der Transversale, also A'A3' zu finden, also Z Quadrat, plus das Produkt der beiden Abschnitte hier, also A, Z. Wir sehen, das wird natürlich auf eine kubische Gleichung in Z hinauslaufen und wir machen jetzt einfach unsere Schäfchenzählaktion. Wir fassen also alle Potenzen von Z zusammen. Wir haben A Quadrat Z plus A B Quadrat, schreiben wir es alphabetisch und dann multiplizieren wir aus. Wir haben A Z Quadrat plus A Quadrat Z plus Z hoch 3 plus A Z Quadrat. Nun, hier haben wir die führende Potenz, also fassen wir alles auf dieser Seite zusammen. Was sehen wir mal sofort? Diese beiden Terme eliminieren sich und wir haben dann Z hoch 3 plus 2 A Z Quadrat, resultiert aus diesen beiden Termen. Und dann müssen wir noch den konstanten Term herholen, das ist A B Quadrat gleich 0. Also das ist unsere kubische Gleichung, die diesem Problem entspricht. Ja, wir werden uns jetzt das Leben etwas vereinfachen. Wir setzen nämlich Z gleich A mal Zeta und dann haben wir A hoch 3 Zeta hoch 3 plus 2 A hoch 3 Zeta zum Quadrat minus A B Quadrat gleich 0. Und das lässt sich natürlich wunderbar durch A hoch 3 dividieren und dann haben wir Zeta hoch 3 plus 2 mal Zeta Quadrat minus, hier haben wir B durch A zum Quadrat gleich 0. Und da setzen wir B durch A zum Quadrat gleich Theta. Also haben wir Zeta hoch 3 plus 2 Zeta Quadrat minus Theta gleich 0. Das ist also die Gleichung, die wir als kubische Gleichung für Zeta erhalten. Und das ist natürlich relativ leicht in eine essentielle Form zu überführen, also unsere berühmte essentielle Form, Rho hoch 3 minus Rho plus Omega gleich 0. Wir bestimmen jetzt das Omega, da haben wir als den B-Koeffizienten den Zweier, das heißt Omega wäre 2 mal 2 hoch 3, das C-Glied fehlt. Und wir haben nur das D-Glied, das heißt, das ist negativ, also minus 27 mal Theta. Und unten haben wir wieder unseren berühmten Dreier mit der Wurzel aus 3. Jetzt wäre also das B-Glied zum Quadrat, da haben wir aber die Wurzel. Die Wurzel muss kubiert werden, also haben wir 2 zum Quadrat, die Wurzel gibt 2, 2 hoch 3 gibt 8. Das wäre also unser Omega.
ausgeführt haben wir dann ganz lustig, also 2 mal 8 ist 16, minus 27 Theta. Und hier haben wir 3 mal die Wurzel aus 3 mal 8. Und jetzt wollen wir natürlich herausfinden, wann gibt es denn Casus irreducibilis? Also Casus irreducibilis. Und da wissen wir natürlich, es muss Omega Quadrat kleiner gleich 4 27stel sein. Und das ist natürlich sehr leicht zu untersuchen, dieses Omega Quadrat. Wir haben dann für unser Omega Quadrat gleich 16 minus 27 Theta zum Quadrat. Und hier haben wir 3 mal Wurzel aus 3 gibt natürlich wieder unser 27 zum Quadrat. Und aus dem 8er wird 64. Das muss kleiner sein als 4 27stel. Also verabschiedet sich 27. Und dann haben wir zum Schluss die Gleichung 16 oder Ungleichung minus 27 Theta zum Quadrat kleiner gleich 4 mal 64 ist 256. Ja, wir werden natürlich sofort sehen, was da passiert. Trotzdem möchte ich diese Tafel jetzt einmal löschen und die Sache sauber auf der nächsten zu Ende bringen. Ja, hier sind noch einmal diese Weisheiten bezüglich der kubischen Gleichung zusammengefasst. Das ist also die kubische Gleichung in Z, die also diese Transversale und diesen Abschnitt bestimmen soll. Und hier haben wir das Omega für die essentielle Form. Und jetzt wollen wir eben den Casus irreducibilis eingrenzen. Wir haben da folgende Gleichung oder Ungleichung erhalten, also 16 minus 27 Theta zum Quadrat kleiner gleich 256. Ausführen dieses Binoms, wir haben hier 256 wunderbarerweise. Dann haben wir plus, schreiben wir 27 zum Quadrat Theta Quadrat minus, da haben wir 32 mal 27 mal Theta kleiner gleich 256. Und 256er jausen sich gegenseitig auf. Und wir haben dann die Möglichkeit, aus den restlichen beiden Termen natürlich 27 Theta herauszuheben. Dann bleibt hier 27 Theta minus 32 kleiner gleich 0. Und wir sehen also, diese quadratische Funktion in Theta hat eine U-Form. Eine Nullstelle liegt bei Theta gleich 0. Also wenn das jetzt Theta, die Theta-Achse ist, dann haben wir eine Nullstelle bei 0. Und die andere Nullstelle ist offensichtlich bei 32 27stel. Das bedeutet also, 0 ist ein trivialer Fall, wo wir also B 0 haben. Das heißt, das Dreieck würde zusammenklappen, das interessiert uns nicht. Also werden wir diese Lösung hier ernst nehmen. Und dann haben wir also, Theta war b Quadrat durch a Quadrat ist also kleiner gleich 32 27stel. Und natürlich haben wir dann das Verhältnis b zu a muss kleiner gleich der Wurzel aus 32 durch 27 sein. Und da schaue ich jetzt mal nach, was das für ein Zahlenwert ist. Moment, das ist irgendwo notiert. Für 32 27stel kriegen wir 1,1852. 1,1852. Ja, und dann muss man eben aus diesem Wert die Wurzel ziehen. Das machen wir auch gleich. Schauen wir mal, was wir rausbekommen. 32 dividiert durch 27. Und da ziehen wir die Wurzel. Das ist also 1,088. Machen wir 7. Okay. Das ist also die Eingrenzung und natürlich haben wir hier die 0. Also in diesem Bereich, in diesem Verhältnisbereich der Schenkel haben wir den Casus irreducibilis. Wenn wir diese Gleichung dann anschauen, werden wir natürlich immer eine positive Lösung bekommen. Das ist also im Fall des Casus irreducibilis, wird diese positive Lösung dann die sein, die wir ernst nehmen. Die beiden anderen reellen Lösungen sind dann negativ. Und die können wir vergessen. Wenn wir außerhalb des Casus irreducibilis sind, dann gibt es sowieso nur noch eine reelle Lösung, die positiv ist.
und damit ist das Problem sowieso erledigt. Gut, damit hätten wir mal diese Aufgabe, naja, nicht ganz erschöpfend, aber doch einigermaßen gründlich erledigt. Und falls das also interessant war, bitte liken. Ich verlinke am Ende die Videos über den Satz von Stuart. Und falls wer noch mehr Interesse an kubischen Gleichungen und geometrischen Problemen hat, bitte abonniert diesen Kanal. Danke, ciao.